NASA spürt mit Radar verschollene Sonde wieder auf. Nach 3400 Runden war Schluss. Die Sonde Chandrayaan 1 kreiste zwar weiter um den Mond, aber technische Probleme stoppten die Funkverbindung zur Erde. Chandrayaan ist Hindi und bedeutet Mondwagen. Chandrayaan 1 war die erste Reise der indischen Raumfahrtbehörde ISRO über den Erdorbit hinaus. Zu ihrer Mondtour gestartet war die Sonde um 2008, und zwar am 28. August 2009 brach aber dann bereits der Kontakt zur Erde ab. Seither galt die Sonde als verschollen, bis zum vergangenen Juli. Da gelang es der US-Raumfahrtbehörde NASA, den indischen Mondwagen wiederzufinden, wie sie am Freitag mitteilte. Chandrayaan 1 kreist nach wie vor um den Mond, berichten die Forscher um Marina Brozovic vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California, das zur NASA gehört. Die Bahn sei noch immer dieselbe. Mit dem Lunar Reconnaissance Orbiter konnten die Forscher auch noch eine zweite Sonde um den Mond lokalisieren. Deren Bahn war allerdings genau bekannt, weshalb sie sich leichter erspähen ließ. Die NASA wertet das Auffinden der beiden Sonden als erfolgreich absolvierten Test für eine neue Beobachtungsmethode. Künftig könnten damit auch andere kleine Objekte in Erdnähe beobachtet werden, etwa Weltraumschrott aus alten Satelliten. Die US-Raumfahrtbehörde nutzte dabei Radarsignale und Teleskope. Anhand der von den Sonden reflektierten Radarstrahlungen konnten diese geortet werden. Verglichen mit der Geschwindigkeitsmessung im Verkehr oder der Beobachtung des Luftraums um Flughäfen ist die Reichweite dieser interplanetaren Radartechnik wesentlich größer. Sie beträgt mehrere hunderttausend Kilometer. Radarteleskope verarbeiten elektromagnetische Strahlung im unsichtbaren Mikrowellenbereich. Teleskope, die hingegen Licht im sichtbaren Bereich einfangen, blendet der helle Mond. Deshalb können sie keine Objekte wie Satelliten und Sonden erspähen. Zwar war es früher schon gelungen, Asteroiden in Millionen Kilometern Entfernung mit einem interplanetaren Radar zu sichten. Die Sonde Chandrayaan 1 ist jedoch viel kleiner, ein Würfel mit einer Kantenlänge von nur 1,5 Metern. Sie sollte sich als perfekter Testkandidat für die Leistungsfähigkeit der Methode entpuppen. Um die Sonden zu finden, schickte die NASA einen mächtigen Mikrowellenstrahl vom 70-Meter-Teleskop beim Goldstone Deep Space Communications Complex in Kalifornien aus in Richtung des 380 Kilometer entfernten Mondes. Die reflektierte Strahlung fing das 100 Meter messende Green Bank Observatory in West Virginia auf. In der Struktur der zurückgeworfenen Signale fanden sich jeweils Hinweise auf die Raumsonden. Als Grundlage für die Suche nach Chandrayaan 1 dienten Berechnungen der NASA-Forscher für die zu erwartende Umlaufbahn. Dabei kam erschwerend hinzu, dass der Mond sogenannte Mascons aufweist. Das sind großräumige Bereiche unter der Oberfläche mit erhöhter Gescheinsdichte. Von dort geht auch ein verändertes Schwerefeld aus, das die Umlaufbahn einer Sonde verändern kann. Künftige Mondmissionen, ob mit Roboterbesatzung oder Menschen an Bord, wie sie gerade die Regierung von US-Präsident Trump ins Spiel gebracht hat, könnten davon profitieren, dass sich nun auch relativ kleine Objekte entdecken lassen, die den Mond umrunden. Die NASA spricht etwa von einem Frühwarnsystem, das die Gefahr möglicher Kollisionen abschätzen könnte.